Schläfst du schon? Nein, und ich denke, du auch nicht. Ich kann nicht. Der Wind hört sich so an, als ob Katzen kämpfen würden. Was ist deine Entschuldigung? Lernen. So nennt man heutzutage also Pornos. Annie, what the fuck? Du leugnest es also nicht. Ich kann es immer noch nicht glauben, was Johnny heute getan hat. Ich auch nicht. Der Junge hat echt Probleme. Oh, WTF, der Wind ist total laut. Das hört sich nicht normal an. Hier drüben gibt es keinen Wind, nur Regen. Du Glücklicher. Ich brauche meinen Schönheitsschlaf. Verdammt, und wie du den brauchst. Was? Meinst du etwa, ich sehe... Shit, ich glaube, ich habe Schritte draußen auf dem Kies gehört. Sag deinem verrückten Vater, dass er nachgucken soll, was es war. Ich bin allein zu Hause. Meine Familie ist im Urlaub, erinnerst du dich? Ich hab's dir erzählt. Ehrlich? Wann? Wir sollten abhängen. Es klingt wirklich wie Schritte, aber irgendwas ist komisch an ihnen. Ich sollte aus dem Fenster schauen, aber mein Bett ist so schön kuschelig und warm. Bist du sicher, dass du aus dem Fenster schauen willst, obwohl du alleine bist? Was ist, wenn da wirklich jemand im Garten ist und nach dir sucht? Nicht lustig, David. Wow, beruhig dich. Ich bin mir sicher, es ist nichts. Ich schaue kurz nach. Bis gleich. Wenn da wirklich jemand Fremdes in deiner Nachbarschaft ist, wen wirst du anrufen? David, da ist jemand im Garten. Ehrlich jetzt? Ja, ich sehe den Rücken eines Mannes. Was macht er? Er sucht etwas. Auf seinen Händen und Knien in den Büschen. Er muss high sein. Wahrscheinlich sucht er nach Drogen. David, ich meine es ernst. Was soll ich tun? Gar nichts. Er wird wahrscheinlich von selbst weggehen. Oh mein Gott, nun gräbt er mit seinen bloßen Händen. Er ruiniert den ganzen Garten. Shit, er dreht sich um. Wie sieht er aus? David, WTF, das ist nicht lustig. Was meinst du? Wie machst du das? Worüber redest du da? Ich kann dich sehen, in meinem Garten. Wie kannst du schreiben, ohne dein Handy zu berühren? Schau nach oben, ich bin am Fenster. Kannst du mich hören, wie ich dagegen schlage? Fuck, Annie, jetzt machst du mir auch Angst. Ich bin definitiv nicht in deinem Garten. Das bin nicht ich. Hör auf, rumzuspielen. Ich kann dein Gesicht sehen. Du trägst diese dumme Footballjacke, auf die du so stolz bist. Es muss jemand sein, der aussieht wie ich. Ernsthaft, Annie, ich bin zu Hause. Ich würde dir niemals solche Spiele spielen. Es muss ein Freund von dir sein, der einen bescheuerten Streich spielt. Wie könnte er sonst die gleiche Jacke wie du anhaben? Es gibt eine Menge Jacken wie diese. Meine Freunde sehen nicht aus wie ich. Du hast mich nur im Kopf. Er hat wieder angefangen zu graben. Verschwinde endlich! Annie, hast du eine Waffe zu Hause? Sei nicht albern, David. Ich könnte nie jemanden erschießen. Du musst sie nicht benutzen. Zeig nur, dass du eine hast. Ist auf der Jacke nicht dein Name zu sehen? Ja, das ganze Team hat eine bekommen. Jeweils mit ihrem Namen hinten drauf. Ich kann deinen verdammten Namen sehen. Was? Was zur Hölle ist das, David? Annie, die Jacke ist in meinem Schrank. Fuck, er hat mich gesehen. Wieso grinst er so? Er kommt! Ruf die Polizei! Annie? Annie, geh ran! Ich habe die Polizei gerufen. Ich habe gesagt, dass ein Einbrecher bei dir ist. Sie sagten, sie seien auf dem Weg, aber es dauert ungefähr eine halbe Stunde. Annie, bist du da? Er ist im Haus. Kann ich reden? Ich muss leise sein. Die Lichter sind aus. Ich bin in einem Schrank mit einem Messer. Schwierig zu tippen, wenn man so dolle zittert. Fuck, fuck. Bleib, wo du bist, Annie. Die Polizei wird in ungefähr 20 Minuten da sein. Weißt du, wo er ist? Nicht er. Den Blick, den es hatte, als es mich angesehen hat. David, keine Person könnte so einen so ansehen. Jesus Christus, weißt du, wo du bist? Nein, ich nahm das Messer, als ich sah, dass es auf das Haus zurannte, und versteckte mich im Schrank, als ich hörte, dass es einbricht. In Ordnung. Dir wird nichts passieren. Ein Junkie ist zu dumm, um jemanden im Schrank zu finden. Die Polizei wird bald da sein. Oh Gott, es ruft nach mir. Es klingt nach dir, David. Seine Stimme ist so tief. Es füllt das ganze Haus. Es füllt meinen Kopf. Was sagt es? Komm raus, Annie. Ich will dich nur ansehen.
Es wiederholte schon die ganze Zeit über. Bin ich wahnsinnig geworden, David? Fühlt es sich so an? Nur noch 10 Minuten, Annie. Halte durch. Du bist stark. Du wirst das überstehen. Es kommt die Treppe hoch, aber so langsame, unregelmäßige Schritte. Wieso sieht es so aus wie du, David? Wieso gerade du? Ich weiß es nicht, Annie. Bitte glaub mir. Kannst du es aufhalten? Bitte kannst du es aufhalten? Das würde ich, wenn ich es könnte. Glaub mir. Es ist am Ende des Raumes. David, ich habe nichts zu meinen Eltern gesagt, als sie weggefahren sind. Ich habe Musik gehört. Ist das das letzte Mal, wo ich sie sehe? Annie. Es muss etwas mit dir zu tun haben, David. Nur du kannst es stoppen. Denk nach. Mein Gott, ich weiß nicht, Annie. Bitte. Möglicherweise liegt es daran, dass ich in letzter Zeit so oft an dich gedacht habe. Ich denke die ganze Zeit an dich. Dann stoppe es. Ich weiß nicht wie. Es kratzt an den Wänden und kommt aber näher. Bitte, David. Ich versuche es. Ich versuche es so doll ich kann. Es wird langsamer. Mach weiter. Was auch immer du tust, es funktioniert. Es hat aufgehört. Ich kann nichts mehr hören. Wirklich? Geh noch nicht raus. Warte dort, bis die Polizei da ist. Was soll ich Ihnen erzählen, wenn sie weg ist? Alles, Annie. Alles, was du mir erzählt hast. Ich wusste nicht, dass du so für mich empfunden hast, David. Ich bin so froh, dass es aufgehört hat. Kannst du am Morgen vorbeikommen, David? Ich muss dich sehen. Natürlich, Annie. Ich werde da sein. Toll. Ich kann es kaum erwarten. Annie? Annie, woher weiß ich, dass du es bist? Annie 96 ist offline. Das ist die CP. Annie 96 ist offline, das Original. Ich mag die CP echt gerne. Und jetzt kommt die übersetzte CP. Also Leute, jetzt kommt Annie 96 ist typing, übersetzt in ganz viele Sprachen und dann zurück in Deutsch. Schläfst du? Ich weiß es nicht. Vielleicht mag ich den Wind nicht. Sie kämpfen wie Katzen. Welche Entschuldigung hast du? Education. Wenn ja, was würdest du über die 6 Tage sagen, Blut? Annie ist die Hölle. Also kann er nicht geleugnet werden, Blut? Ich habe immer noch einen McDavy. Ich kann nicht glauben, was Johnny getan hat. Ich bin nicht hier. Das Kind hat ein Problem. WTF. Nun, normalerweise weht der Wind nicht, aber Avatare sind normal. Kein Wind. Fettleibigkeit. Niemand ist glücklich. Benötigen Sie meinen besten Traum? Blut. Also der Charakter und was du brauchst? Das? Es bewegt sich. Hölle, ich hörte die Schritte auf dem Kies. Maniac Vater, ich sage es dir ehrlich. Beobachtung. Allein zu Hause? Ich erinnere mich, dass ich über Familienurlaub gesprochen habe. Ehrlich? Was? So sollten wir es behalten. 500. Klingt wie ein Schritt, aber für manche sieht es komisch aus. Meine Fenster und mein Bett sind heiß. Oh, okay, Annie. Möchten Sie Windows nur mit McDavy durchsuchen? Aber wenn jemand wirklich zuschaut, ist er da noch im Garten, Blut? Macht keinen Spaß, David. Wow, du fühlst dich frei. Wer ist das? Du, glaube ich. Schnellansicht, Annie 96 und BG. Wenn Männer auf deiner Seite sind, wen hast du angerufen? Aber David hat jemanden im Garten. Soll ich dir jetzt die Wahrheit sagen? Ja, ich sehe diesen Mann wieder. Was machst du? Was ist deine Frage? Alle 4 Meter auf den Bäumen. Vielleicht will er eine Behandlung. David, ich bin entschlossen. Was sollte ich tun? Irgendwas. Wahrscheinlich entfernt. Gott, übernimm jetzt und zerstöre den ganzen Garten. Ich zerstöre. Der Müll drehte sich um und es tat es. Was? Wie geht es ihm? Was für ein Spaß, WTF. Was machst du? Was machst du? Was?
Verstehst du nicht? In meinem Garten? Wie können sie E-Mails ohne Telefon senden? Beispielsweise, ich ging zum Fenster, hast du gehört? Ich bin 16. Ich habe keine Angst im Garten. Es ist nicht meins. Spielst du? Was ist das? Spielst du Amputate Live? Sehen Sie Ihr Gesicht in einem stolzen Mantel und diesem dummen Ball? Dies sollte keine Person sein, die mich nicht mag. Auch sehr wichtig, Annie. Ich bin jetzt zu Hause. Wer spielt, ich wäre nicht bei dir. Ich spiele nicht schlau, Annie 96. Sonst trage ich keine Jacke. Nee, das warst du. Ich bin jetzt dran. Weil Annie 96 kam vor, das heißt, das war dein Text. Trägt McDavy diese Art von Kleidung nicht oft? Ich rede von mir in der dritten Person. Trägt McDavy diese Art von Kleidung nicht oft? Ich habe nicht das Herz, meinen Freunden zu sagen, sie sollen mich ansehen. Nochmal graben. Raus hier! Annie, hast du eine Waffe zu Hause? Sei nicht verrückt, David. Ich habe niemanden erschossen. Und ich werde es nicht fahren. Zeigen Sie, was Sie haben. Hat die Jacke einen Namen? Und siehe da, der ganze Schmerz ist im Substantiv. Du siehst einen Porno. Was? Was ist David? Annie und die Jacke lagen auf dem Bett. 16 Nummer. Warum malen? Manchmal morgen. Ruf die Polizei! Das Jahr von McDavid? McDavies jährlicher Fortschritt? McDev tat es nicht. Ich rief den Richter an, als wäre er ein Dieb und er wäre bei dir. Sie hatten normalerweise 30 Minuten zu Fuß. Annie, wo bist du? Wir werden keine Erleuchtung tun. Ich bin mit einem Messer im Zimmer. Der mobilste Typ. Ich bin mit einem Messer im Zimmer, der mobilste Typ. Ich werde dich koppeln. Ich werde dich koppeln, Kleine. Ich werde dich koppeln. Er kann da sein, wo du jetzt bist, Annie. Du weißt, er wird da sein. Der Richter muss 20 Stunden aufgeben. Wo bist du? Ja, ich gehe nicht. Ich glaube, du hast mich gesehen, als ich dich gesehen habe. Niemand konnte mich so ansehen. Jesus Christus, wir wissen nicht, wo du bist. Zuerst habe ich es nicht getan, als er in das Haus eingebrochen ist. Er hat ein Messer genommen, als ich es gesehen. Es zerbrochen und ich habe gehört, was? Wie es sich im Schlafzimmer versteckt hat. Naja, wenn jemand in deiner Wohnung drogenabhängig ist, dumm, dann wird er ein Polizist. Herr, du rufst mich an. Das ist nicht wie du, David. Deine Stimme ist zu leise. Füllt das ganze Haus, füllt meinen Kopf. Sagst du? Weiter, Annie. Ich will dich nur sehen. Hatte bereits alle ihre Forderungen erfüllt. Ich bin ein verrückter Mann. Du weißt nicht, was passiert ist? Annie hat noch 10 Minuten Zeit. Dann hörst du fest auf und du wirst überleben. Letzte Tour nicht möglich. Wie sieht Annie 96 David aus? Warum? Ich kenne Annie. Bitte vertrau mir. Kannst du aufhören? Kannst du das bitte aufhalten? Vertrau mir, wenn ich kann. Fertig. Okay. David, sprich mit deinen Eltern, während du fährst. Ich habe schon Musik gehört. Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? Annie? Sollte das nicht tun, David, aber ich kann innehalten und nachdenken. Ignoriere Annie, Werbe! Bitte. Vielleicht, weil in letzter Zeit viele Leute an dich gedacht haben. Ich denke immer an dich. Tu das nicht. Weil sie es wissen. Nähert sich. David ist glücklich, wenn er an der Wand klebt. Ich versuche es. Ich arbeite so hart ich kann. Unfälle. Zorn. Ist aktiv. Sie ging vorbei und blieb stehen. Ich fühle nichts anderes. Richtig. Aber geh nicht raus. Sie werden auf die Polizei warten. Was machst du? Alles. Alles, was du mir erzählt hast, habe ich getan. Okay.
Ich kenne mich selbst, also meine ich nicht dich, David. Schön, dich kennenzulernen. David, kommt morgens zu mir? Ich muss mal schauen. Markus! Gut, warte nicht lange. Annie? Annie, was weißt du darüber? Annie 96 ist offline. Was war das für eine Geschichte? Ich hab gar nichts verstanden. Ich meine, es gab so Stellen, die ich echt toll fand. Wird auch einfach... Hat die Jacke einen Namen? Und siehe da, der Schmerz ist im Substantiv. Du siehst kein Porno, was? Oder was für ein Spaß, WTF. Was machst du? Was machst du? Was?